Hallo, liebe Salatfreunde. Also, hier ist der dicke Onkel. Ich bin der dicke Onkel, weil ich dicke, schöne Sachen esse. Artischocke, Olive, Zwiebel, Schafskäse, türkische grüne Paprika, die guten Fette von der Avocado, ist ganz klar. Zwiebelchen und Kurkuma-Wurzel, Zitrone, damit wir einen schönen, entspannten Gesichtsausdruck kriegen, die selbstgezogenen Sprossen aus der Onkelgärtnerei, Zwiebel, schwarze Olivchen, Petersilie, Chinasprosse, okay, feines Land, aber was soll ich machen? Ich bin jung und brauche sekundäre Pflanzenstoffe. Rote Paprika, steirisches Kürbiskernöl aus der Heimat, die Farbe. Was ich noch empfehlen kann, ist Vanilleeis selber machen mit Kürbiskernöl. Ihr werdet danach die Welt völlig neu begreifen. Und ich habe leider die Hausaufgaben nicht gemacht. In den Sprossen der Radieschen hier selber gezogen. Vierter Tag, guckt mal hier, volle Kanne Power. Muss Tafelmeerrettich mit dazu. Ich habe das Glas noch gar nicht aufgemacht. Im Meerrettich und in den Radiesersprossen sind zwei Wirkstoffe, dessen Namen ich noch raussuchen muss. Aber die Kombination aus diesen beiden Wirkstoffen ist dermaßen krebsvorbereitend, beugend, schützend, antioxidativ, dass ich sage, ja, das möchte ich. Hier noch jetzt hier. Ein Video haben sie mir bei YouTube schon weggenommen. Das lasse ich nicht weiter zu. Wir müssen so viele sekundäre Pflanzenstoffe aufnehmen, wie wir nur kriegen können. Und zum Schluss natürlich die Sonnenblumenkerne nicht vergessen. Okay? Für die Zahnzwischenräume, damit wir da morgen immer noch ein bisschen Spaß dran haben. Winke, winke. Das wird jetzt aufgemampft.